Das nächste Rennen steht an. Und zwar nicht, wie gesagt, aus Spanien, sondern aus den Niederlanden. Also wieder eine neue Strecke. Die uns bevorsteht. Und nicht, dass ich das nicht einstellen kann. Naja, schauen wir mal. Bis diese Woche wird China war ja schon gut. Das werde ich gerne auch jetzt zu diesem Rennesergebnis. Okay. Gut. Wie viel Kohle haben wir denn? 700.000. 700.000. So, holen wir es mal. Könnte ich irgendwas einstellen? Ne, gerade gar nichts, ne? Simulator, okay. Oh Gott, so. Muss noch mal nachentwickeln. Wie sieht das momentan mit den Komponenten aus? Wir haben jetzt Rennnummer 5, ne? Ja, 5. Okay, 21 sind die Saison. Wir müssen die Strafen in Kauf nehmen. Dementsprechend kloppe ich jetzt nochmal neue Einheiten rein. So, dann setzen wir da was Neues rein. Die irgendwie. Okay, das passt soweit alles. So. Gut, dann gehen wir rein. Ins nächste Rennwochen hin, ne? Wenn wir mehr Anerkennung gewinnen, gibt es mehr potenzielle Partner, die mit uns arbeiten würden. Wir können jetzt einen weiteren Sponsor über das Firmentab kontaktieren. Gut, probieren wir mal. Machen wir mal das Presseinterview. Nehmen wir das einfach mal mit. Es ist schön, wieder hier in Ihrem Hauptquartier zu sein und... Ich muss schon sagen, seit unserem letzten Besuch hat sich hier viel geändert. Also hier meine Frage. Legen wir los. Reden wir mal über Ihren neuen zweiten Fahrer. Hat er sich schon eingewöhnt? Er wird mir ein guter Helfer sein, das ist klar. Kann man in Bezug auf Teamanordnung sagen, dass Ihre eigene Karriere Vorrang hat? Keine Teamanordnung. Wird Ihr Team diese Saison um die Konstrukteursmeisterschaft kämpfen oder nur um Punkte? Ja, wollte gerade sagen, wir entwickeln uns noch. Man muss es realistisch sehen. Betrachten Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem zweiten Fahrer als langfristig oder werden Sie sich, wenn es geht, nach jemand anderem umschauen? Wollte gerade sagen, ganz einfach, wenn da die Ergebnisse passen soweit. Sie hatten diese Saison Probleme, Punkte zu sammeln. Was sind die wichtigsten Aspekte, die Sie bei Ihrem Team verbessern müssen? So. Problem mit dem Triebwerk ist klar. Die Leistung fehlt einfach momentan. So. Ich mache mir Sorgen wegen unserer Ersparnisse. Wir haben kaum Geld und müssen vielleicht anfangen, unsere Einrichtung zu schließen. Ja, wir sollten so früh wie möglich anfangen, Punkte zu holen. Versuchen wir es mal. Ach gut, wo bin ich ein bisschen Kohle reingekommen? Hey Boss, ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn du dafür die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm. Und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Gut, das Getriebe brauchen wir noch nicht reinhauen.
gut. Versuchen wir nochmal einen zweiten Sponsor zu holen, der uns vielleicht ein bisschen mehr Kohle reinhaut. Man muss es realistisch sehen. Was haben wir denn hier? Wir holen bei einem Rennen 10 verschiedene Fahrer. Bei einem Rennen vor allen Dingen. Das könnte machbar sein. Bei einem Rennen 5 verschiedene Fahrer. Ja, da brauchen wir gar nicht drauf zu achten, dass wir jetzt gerade irgendwie Punkte noch holen. Weil ich mir 100 System, dass ich mir direkt über die befindet. Na. Qualifying gegen mindestens Platz 15. Ach, das wäre durch. Ja, da müssen wir schon ein bisschen arbeiten. Ich weiß, bei den Rennen sagen, wir müssen zu. Schließe als Team, wir rennen eines Rennwochenende. Das können wir packen. Die 97.000 da. Ja. Bei einem Rennen 50 verschiedene Fahrer, das ist schon krass. Das schaffen wir nicht. Schieße im Team. Schieße ein Rennen ohne Ausfälle im Team ab. Nehmen wir das. So. Den ich mir ausgeguckt habe, den kriege ich noch nicht, ne? Das wird wahrscheinlich von den 5 Dings her nicht sein. Das kostet mich Ablöse. Ich würde mich gar nichts kosten. Ja, natürlich, dann finde ich. Ne, kann ich, kann nicht kriegen, noch nicht, ne? Anpassung Team, warum wir nicht ändern gerade. Verträge passt auch soweit. Okay. Dann nehmen wir uns Rennwochenende. So, kriege ich das irgendwie hin, noch was einzusetzen? Natürlich nicht. Okay, wundere mich, dass ich das nicht umgestellt bekomme. Na gut, neuer Kurs wieder mal. Erste Rennen. Bzw. erste Training. So. Von der Stärke herunter. Ich gehe auf 89. So, Blitztraining. Oder sich noch nicht weiter. Moment. Getriebe. Oh, ich weiß es denn aus. Freigabe ist es denn? RS-Hilfe, DRS-Hilfe aus. Benzinhilfe aus. Traktionskontrolle, Mitteldrücker. Nur Kurven. Gameplay-Assistent. Regulär. Manuell. Fahrradkontrolle an. Safety Car an. Schaden komplett. Parkfamilie an. Rückblenden an. Wochenendprogramm. Moment. Autoschaden, ja, doch, passt. Genau, dann kann ich so einstellen. Dann habe ich irgendwas mit falsch umgestellt. Ich hoffe, dass das jetzt soweit passt. Ich fasse mal gerade auf 90. So, deswegen war das auch damals so, dass ich nichts umstellen konnte. Na gut. Änderung bestätigt. Let's go. Erste freie Training. Aus den Niederlanden, aus Zandvoort.
Los geht's. Mit dem Intro, dem Trailer. So, da sind wir auf der Strecke. Some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Aber was ich jetzt mal nachgucken wollte, wie das Wetter überhaupt in diesem neuen Wochenende wird. Perfekt, alles trocken. Das ist immer gut. So, genau, Reifenauswahl haben wir ja. Soweit passend. Ich probiere es auf Medium mal, das erste Training zu fahren. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ja, jetzt läuft es auch so, wie ich das gerne haben will. So, schauen wir mal, wie es wird. Ich muss jetzt ein bisschen an dieser Strecke lernen. Da ich diese überhaupt nicht kenne. Ähnlich wie wir das ja vor 2 Wochen in Vietnam hatten, wo ich die Strecke nicht gekannt habe. Aufpassen. Jetzt können wir auch mit Benzin nicht ein bisschen hantieren. Gut, okay, dann hat er das übernommen, wie ich das gerne hatte. Dann war das einfach nur ein Fehler von mir, von den Einstellungen. Ich wundere mich ja halt mit dem Schaden und alles. Und jetzt funktioniert, dass ich das gerne hätte. So, auf geht's. Oder? Ne, noch nicht. Hier oben an dieser Strecke starte ich schon mal. Na gut. Schauen wir uns die Strecke das erste Mal mit einer gezeiteten Runde an. So, ich lasse das ja erstmal ein bisschen auf überholen, müssen ein bisschen auf achten. Ein bisschen mehr Power zum Auto kitzeln. Zum Honda-Motor, den wir ja am Heck haben. Top-Teams werden wir eh nicht mithalten können, das ist schon klar. Aber wenn ich nicht so gewiss wie in China mit Top 15 bin, ich eigentlich sehr zufrieden. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Klar. Wichtig ist, dass wir natürlich auf die Reifentemperatur gehen. Und der erste mit einer 214er Zeit, da werden wir definitiv nicht dran kommen, das ist schon klar. Und, aber wir sind mit 1,6 Sekunden nur dahinter. Und das ist eigentlich ein gutes Ergebnis. Oder wäre ein gutes Ergebnis, sagen wir mal so. Ja, da haben wir wieder ein kleines Ausbrechen mit drin. There's 3 laps of fuel remaining. Ja, immer wieder mit dem Arsch hier raus, aber gut, das hat Zeit gekostet. Ich meine, das ist halt wahrscheinlich nicht richtig, weil das der erste leer sein dürfte. Der wird keine 2 Runden auf dem. Ja, genau, das meine ich.
versuche mal noch ein bisschen was mitzunehmen, aber die Zeit wird wahrscheinlich nicht gut werden. Ja, sehr kurvenreich hier. Set fuel mix 1 if you want to save the engine for the race. Ja, neuer Motor und alles ist ja schon drin im Auto. Haben wir mal wieder so eine kleine Quersteher mit dabei. So, Schwung mitgenommen und jetzt kommen wir nochmal, versuchen nochmal anzukommen. You're nearly out of fuel, almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. Fahrer vor mir. Giovinazzi's just ahead. Push for the position. Their best lap time is a 1 minute 14.6. Das ist eine Zeit. Jetzt 14.6 ist er gefahren. Jetzt sagt ihr mir, fahr hinter mir. Russell behind, their best lap time is a 1:15.9. 15,9, eine halbe Sekunde vor den Williams, das ist schon mal ein starkes Ergebnis. Da stehe ich ein bisschen im Weg. Ja, das ist. Habe ich mich jetzt ein bisschen leiten lassen. Müssen wir auf dem Rückspiegel achten, dafür ist er ja auch da. Und damit sind wir auch schon durch beim ersten freien Training, liebe Leute. Jetzt kommen wir 8 Sekunden hinter den Red Bull. Box this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. Den habe ich raus. Ja, ich muss aber das Auto hinter mir gerade vorbeilassen. Oh, Alter. Du musst nicht unbedingt stehen, damit wir jetzt vorbeigehen können. Da ist die Box, nein, Gott. Gut, dass man das weiß. So, das passt so. Das zumindest ist das erste freie Training. During these practice sessions, you can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. So, mal gucken, was am Ende rauskommt. Und ich habe die KI um 2 Punkte runtergeschraubt auf glatt 90 jetzt. Für Punkte wird es wahrscheinlich nicht reichen. Was war der momentan überhaupt? Hängt an so einem Teamkollegen, okay. Der Relation Mission 2,2, ja, sind 200. Aber zumindest vor den Teams, wie wir es wollten, und das ist die Williams, das ist nichts anderes. '17 und '19, was eigentlich auch halbwegs in Ordnung ist. So. By the way, ich habe mir den kompletten EP-Bonus, also Level geholt. Kannst ja mein Podiumspass 15.000 EP bekommen. Damit haben wir sie geholt. Also da wird jetzt nichts passieren. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Bottas, Vettel und Charles Leclerc. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns.
So, gut. Erste Training durch, zweite sehen wir uns gleich wieder. Interessante Strecke jedenfalls, muss ich sagen. So. Weiter geht's, Training 2. Da wollte ich aber mit Rot mal rein. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So, die Sonne hat es ein bisschen geschafft, die Strecke ein bisschen früher zu befahren. Die Reifen müssen wir auf Temperatur bringen. Dann geht's hier jetzt los. Das ist natürlich jetzt einer ausgeschlichen. Einer von dem einen Racing Point. Das ist jetzt Katastrophe, dass der jetzt genau auf der Linie fährt. Okay, tut er nicht. Glück gehabt, das hat aber trotzdem das Zeit gekostet. Den Racing Point einer mehr, den kriege ich jetzt natürlich für der Zeit. Ja. Jetzt 14-1, ja, ist okay. Für die Spitze wird es nicht reichen, das ist mir klar. Aber, gute Zeit. To run a lower fuel mixture whilst we're in practice, save the engine for qualifying in the race. Thank you.
There's three laps of fuel remaining. So, für die Spitze wird es halt nicht reichen, da wären wir im ersten Sektor ausgeladen. This lap, please. Box this lap. Okay, zumindest kriegt dann Animo in diesem Wäschen von hinter mir zu gehalten. Weil der jetzt richtig vorbeigehen würde. So, zurück in die Garage. Das reicht. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf Hälfte. Die drei Bestplatzierten zu werfen. Bottas, Hamilton und Esteban Ocon. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Bei dem identischen Trainingsprogramm, eben auf Medium sind wir 200 zu langsam gewesen. Jetzt sind wir eine gute halbe Sekunde vor dem Teamkollegen. Das ist stark. Ein Renault hinter uns, ein McLaren hinter uns hätte ich auch nicht gewartet. Ein Alpha Tauri noch dazwischen, noch beide McLaren sogar hinter mir noch. Ja, passt auf jeden Fall erstmal. So, dann gleich noch mit dem dritten Training und sind wir schon durch. So, jo, dann geht's jetzt rein ins dritte freie Training. Let's go. Okay, we haven't yet run any of our standard programs so. Over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to get at the end of the session. Let's get a few laps under our belt. Mm-hmm.
So. Mich jetzt gerade ein bisschen. So, ich habe es ja letzte Woche angekündigt, nächste Woche jetzt mit Sonne endlich auf Spanien. Dann folgen mit Monaco und Baku zwei Stadtkurse. Also es wird jetzt nicht einfacher werden. Wobei vielleicht in Monaco vielleicht auch drin ist, ja. Mal gucken. Jetzt kurz drehen wir uns jetzt mal auf Niederlande. Zweite freie Training sagte ja, Platz 11, das ist sehr gut. Wäre eine Schlagdistanz zu den Runden. Dazu müssen wir uns aber auch umsetzen dann irgendwann. Und das würde dann wieder gutes Geld geben, wahres Geld vor allen Dingen nach der Saison geben. Dicker Crash hier gerade dran gehabt. Kurz gesehen. Wie alt ist das für uns? Sonst 15, jetzt hat er mal 13, 8. Auf dem gleichen Reifensatz. Und damit sind wir 300 schneller als eben auf der Runde. So, ich mach jetzt wieder ein bisschen raus. Ich habe noch 6% oder so. Das ist nicht viel. Ich muss leider wieder eine Laderunde fahren. Müssen wir aufpassen. Und jetzt kommt noch ein Ferrari raus. Ja gut. Die in die Top 10 dieser Witz nicht ankommen. Gucken wir mal, was rauskommt am Ende. Ich bin eigentlich fast guter Dinge, dass wir tatsächlich so einen ersten Punkt holen könnten. Zumindest nach dem Training. Und zweiten Freitraining. Mal gucken, wie es dann am Ende morgens vor allen Dingen aussieht. So. Gut, zurück in die Garage und dann sind wir durch mit dem Training.
repairs have set us back a little. Okay, zumindest ist der Schaden jetzt eigentlich drin. Das war nämlich vorher nicht so. So. So, dann haben wir es auch durch. Wenn wir dieses Platz 9. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Vettel, Verstappen und Charles Leclerc. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Jo, genau so ist es. Genau, das ist das Qualifying und das schauen wir uns dann theoretisch morgen an. Nicht nur theoretisch, auch praktisch. Heute Abend in der FL noch die großen Preis von Bahrain. Das wird auch nicht einfach werden, definitiv nicht. Aber nach dem letzten Rennen soll zumindest mit Dachplatz 8 soll es auch wieder Dachpunkte geben. Aber ja, das war der Abend und hier sehen wir uns wieder morgen. Bis dann.